Am Nordstrand des Dreiweiberner Sees im Lohsaer Ortsteil Weißkollm ist heute Richtfest für den Neubau des Wassersportvereins Am Blauen Wunder gefeiert worden. Der Verein, der vorher am Knappensee seine Heimstätte hatte, fängt an dieser Stelle völlig neu an. Baubeginn für den zweigeschossigen Gebäudebereich und die Bootshalle war im Mai. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,2 Millionen Euro. Der Eigenanteil der Gemeinde Lohsa beträgt rund 300.000 Euro.